Ja, Richard, der DSC verliert in Weißwasser mit 6:0. Finde ich heute die Torwart-Premiere der Saison. Ja, mit welchem Gefühl geht man da aus dem Spiel, wenn man 6 Dinger kassiert hat? Frustrierend, auf jeden Fall. Also, ein schöneres Debüt, sieht anders aus. Ich bin trotzdem froh, dass ich die Minuten bekommen habe heute mal und spielen konnte, aber ich habe gerade schon meinem Benni gesagt, also 6-mal hinter dich zu greifen, ist dann schon fürs Debüt echt hart. Genau, der eine andere hat sich vielleicht gewundert, wer das heute hier am Tor ist, der dich ja nicht so kennt. Vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu dir. Wo kommst du her? Wo bist du aufgetaucht? Bist du schon jetzt auch eine Weile bei der ersten, so ein bisschen im Hintergrund dabei, kann man sagen? Ja, richtig. Also bin schon lange eigentlich beim DSC, bin in der C-Jugend, glaube ich, hierher gewechselt, habe dann im Nachwuchs viel gespielt und dann war ich im Männerbereich eher in der zweiten Mannschaft tätig. Bin dann vor, wo wir es besser wissen, anderthalb Jahren, glaube ich, in die erste hochgerückt und bin da ein bisschen Ersatzkeeper und heute hat es halt mal gepasst. Mit Ausfällen der anderen und ja, da es der Trainer mir die Minuten gegeben hat, umso bitterer dann, dass man das Ding nicht gewinnen kann und irgendwo hier 6:0 verliert. Genau, finde ich natürlich auch verdient, dass du jetzt endlich die Chance bekommen hast. Nichtsdestotrotz natürlich ein blödes Spiel, wenn man dann die Gegentor kassiert. Woran lag das heute aus deiner Sicht? Du konntest es ja von hinten beobachten. Ja, schwierig. Ich glaube, wir sind nicht wirklich gut ins Spiel gekommen. Also, wir hatten nicht wirklich zwingende Torchancen, kriegen dann vor der Halbzeit in, glaube ich, 5 Minuten 3 Gegentore. Und das war dann irgendwo schon ein harter Genickbruch. Wir haben uns dann in der Halbzeit eigentlich nochmal viel vorgenommen. Und ich kriege ja mit Wiederbeginn der zweiten eigentlich direkt das vierte. Und dann wird es halt schon brutal schwer hier anzurennen. Und die standen jetzt auch nicht so schlecht hinten drin, haben eigentlich ein bisschen das gemacht, was sie konnten. Und wir wollten eher ja, das Ganze spielerisch vielleicht zu schön heute lösen und waren einfach nicht dringend genug. Von daher denke ich, verlieren wir hier absolut verdient, auch mit den 6 Toren, meiner Meinung nach. Ja, festhalten, wie kämpft sich das Team da jetzt raus, um dann nächste Woche gegen Sachsenberg eine bessere Leistung abrufen zu können? Ja, ist ja wieder Reset zurück. Also werden alles geben, dort dann den Bock umzustoßen. Ich glaube, nach so einer Niederlage ist dann die Motivation vielleicht noch höher. Das einfach wieder gerade zu rücken. Wir haben jetzt eine Trainingswoche vor uns und dann werden wir nächste Woche alles sehen und werden da eine ordentliche Antwort liefern. Ja, dann danke für die Antworten, gute Heimfahrt und vor allen Dingen beim nächsten Einsatz dann 1:0 hinten. Bitte, ja, danke.